Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Es gibt wohl kein anderes Bauteil, was die Simson-Community so sehr spaltet wie dieses hier. Und zwar der Zylinder. Genau um den soll es heute gehen. Und es gibt Leute, die behaupten, dass die schon lange nichts mehr taugen. Und dann gibt es Leute, die sagen, dass sämtliche Fehler, die auftreten, nur mit der Montage zu tun haben. Ich sag ja, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Denn ganz egal, ob Original- oder Nachbauzylinder, bei der Montage kann man wirklich eine Menge Fehler machen. Und deshalb zeige ich euch heute, wie das Ganze mit dem Wechseln bzw. der Montage funktioniert und was ihr unbedingt vermeiden solltet. Los geht's! Mich interessiert jetzt natürlich schon erstmal, wie viel Kompression denn diese alte Kiste noch hat. Und dazu habe ich mir mal einen Kompressionstester geliehen. Das ist also so eine Messuhr, die wird vorne in den Zylinder geschraubt und die misst gleich in Bar, wie stark das Ganze im Zylinder noch komprimiert wird. Dazu wird ein paar Mal gekickt, am besten ist der Motor dazu noch warm, dann kommt hier eine Messzahl raus und anhand dieser können wir dann Rückschlüsse darauf ziehen, ob der Motor noch gut komprimiert oder ob es nicht mehr Zeit ist, die Zylindergarnitur zu wechseln. Probieren wir das Ganze mal aus, oder? Ah, einen originalen Zylinder mit guter Kompression jetzt einfach so runterschrauben, das ist ja fast schon eine Todsünde. Naja, was soll's, runter damit. Zuerst kümmern wir uns um die Demontage und dazu werden zunächst die vier Muttern oben am Zylinderkopf gelöst. Wenn sich dort nichts bewegen lässt, dann kann Kriechöl oder Wärme weiterhelfen, denn nicht, dass euer Stehbolzen gleich direkt am Anfang abbricht, denn das wäre ja schon mal ein beschissener Start. Danach kann schon mal der Zylinderkopf runtergenommen werden und sofern ihr das Ganze am eingehängten Motor macht, müsst ihr natürlich, bevor ihr den Zylinder abnehmt, noch die Krümmermutter mit einem Hakenschlüssel entfernen und die Bautenzüge vom Vergaser lösen. Für die nächsten Arbeitsschritte stopfen wir einen Lappen in den Motorblock, damit uns ja nichts nach unten reinfällt. Nun lösen wir die Drahtsprengringe und drücken den Kolbenbolzen raus. Im besten Fall nehmt ihr dazu so einen Führungsdorn, alternativ tut es aber auch eine passende Nuss aus dem Ratschenkasten. Zuletzt wird das alte Nadellager entfernt. Soweit erstmal zur Demontage. Entweder ihr besorgt euch einen Übermaßkolben und lasst den Zylinder dann ausruhen, oder aber ihr entscheidet euch für einen neuen. So oder so, die nächsten Schritte bleiben die gleichen und jetzt wird's spannend, denn die Montage des neuen Zylinders ist zwar kein Hexenwerk, aber schon eine Wissenschaft für sich. Los geht's! Bevor es losgeht, prüfen wir erstmal die Passgenauigkeit der neuen Kolbenringe in der Laufbuchse. Dazu stecken wir die Kolbenringe gerade in die Laufbuchse und messen das Spaltmaß. Dieses muss 0,2 bis 0,3 mm betragen. Und das ist auch sehr wichtig, um die Wärmeausdehnung im laufenden Betrieb später ausgleichen zu können. Sollte es mal vorkommen, dass die Ringe fertigungsbedingt zu groß sind, können die Enden mit einer kleinen Feile vorsichtig auf das benötigte Maß gebracht werden. Nun setzen wir die Kolbenringe auf. Auf der sicheren Seite seid ihr hier mit einer Kolbenringzange. Für die Feinmotoriker geht es aber auch mit bloßen Händen. Dann aber vorsichtig, denn die Ringe dürfen nicht zu weit aufgebogen werden, denn die brechen schneller als man denkt. Nachdem wir uns vergewissert haben, dass alles sauber ist, wird das neue Nadellager eingeölt und eingesetzt. Danach werden die Anlaufscheiben links und rechts mit Fett angeheftet. Im nächsten Schritt wird der Kolben mit dem Pfeil in Fahrtrichtung aufgeschoben und der leicht eingeölte Kolbenbolzen in der Mitte eingedrückt. Gerade bei diesem Arbeitsschritt macht sich der Führungsdorn nochmal ganz nützlich, da dieser die Anlaufscheiben nochmals passgenau so verschiebt, dass der Bolzen eingedrückt werden kann. Der Kolben bzw. der Kolbenbolzen wird nun mit so zwei Drahtsprengringen gesichert und jetzt wird es spannend, denn da gehen die Meinungen ganz schön auseinander, ganz besonders was die Einbaurichtung betrifft. Die einen behaupten, dass die Öffnung unbedingt nach oben oder unten zeigen muss. Dabei wird so argumentiert, dass die Brems- und Beschleunigungskräfte eben nicht dafür sorgen können, dass der Ring bei laufendem Betrieb rausfällt. Andere Leute wiederum argumentieren auch damit, behaupten dann aber am Ende, dass die Öffnung entweder nach vorne oder aber nach hinten zeigen muss. Tja, was soll man denn jetzt nur glauben? Also, im Lehrvideo ist es tatsächlich so, dass die Öffnung nach oben zeigt beim Einbau, man sieht es einmal ganz kurz. Und die Ratgeber, die halten sich sowieso zurück, da wird das Ganze immer nur in einem Nebensatz erwähnt. Am Ende scheint also irgendwie beides zu funktionieren. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Öffnung nach unten zeigen zu lassen. Und viel wichtiger ist hier wahrscheinlich, dass die Spannkraft der Ringe in Ordnung ist,
dass man stets neue Ringe verwendet und wer möchte, kann diese sogar bei der Montage leicht aufbiegen, maximal 30%, übertreibt es da nicht, und dass ihr euch vor allem immer wieder selbst kontrolliert, dass der Ring auch vernünftig in der Nut sitzt. Nachdem das nun auch geschafft ist, wird die Fußdichtung eingeölt und aufgesetzt. Auch hier wieder darauf achten, dass die Dichtfläche glatt, sauber und frei von Rückständen wie zum Beispiel Reste der alten Dichtung ist. Den Zylinder könnt ihr vor der Montage ruhig nochmal mit Druckluft auspusten, um gegebenenfalls restliche Metallspäne zu entfernen. Danach wird die Laufbuchse eingeölt. Im besten Fall wird im nächsten Schritt eine Kolbengabel eingesetzt, die beim Aufsetzen des Zylinders verhindert, dass der Kolben mit nach unten gedrückt wird. Nun weiß ich aber, dass keine Sau so ein Ding auf Anhieb zu Hause rumliegen hat. Also was tun? Entweder eine bestellen oder aber einen großen, sauberen Lappen benutzen. Die Kolbenringe werden nun mit dem Stoß an den Sicherungsstiften übereingebracht. Nun wird der Zylinder aufgesetzt und bei Kolben mit zwei Kolbenringen kann das manchmal etwas hummelig werden. Den Zylinder langsam an den ersten Ring heranführen, den korrekten Sitz des Rings erneut überprüfen, den Ring zusammendrücken und den Zylinder nachschieben. Das gleiche Spiel dann nochmal mit dem zweiten Ring und fertig ist der Aal. Nun werden die Dämpfungsgummis eingesetzt und die Dichtflächen vom Zylinder und Zylinderkopf geprüft. Da hier keine weitere Dichtung verwendet wird, müssen die Metallflächen plan sein. Zylinderkopf aufsetzen und Unterlegscheiben aufheben. Die Dämpfungsgummis sind nicht zu groß, sie werden beim Aufschrauben später noch klein gedrückt. Die vier Muttern werden nun über Kreuz angezogen und ganz wichtig, nur mit einem Anzugsmoment von 7 Newtonmeter befestigen. Man glaubt es ja nicht, aber Leute, 7 Newtonmeter ist wirklich ein Witz. Also von wegen handfest oder so, nein, maximal lauwarm und nehmt euch da zur Sicherheit mal einen Drehmomentschlüssel, um das Ganze vernünftig festzuziehen. Beim Festziehen selbst könnt ihr jetzt den Zylinder mitsamt Kopf so ein kleines Stück nach rechts drücken. Das hat ganz einfach den Vorteil, dass wenn ihr später mal ein paar tausend Kilometer damit gefahren seid und ihr wollt den Zylinder wieder demontieren und anschließend wieder anbringen, dann wisst ihr noch, beim letzten Mal habe ich den so ein bisschen nach rechts gerückt, das kann ich jetzt wieder machen. Und dann ist er ungefähr in derselben Ausgangsposition und sitzt dann wieder so, wie er vorher auch war. Behaltet das Ganze wie gesagt mal im Hinterkopf, ob ihr das so macht, müsst ihr für euch wissen. Die Gewindestifte werden mit dem langen Gewinde zuerst eingedreht und um diese festzuziehen, werden zwei Mutter aneinander gekontert. Die Gefahr bei den Gewindestangen ist, dass sich diese theoretisch immer weiter reindrehen lassen. Wenn ihr also auf Widerstand stoßt, dann hört doch auf zu drehen, weil wenn ihr sie dann noch weiter drehen würdet, würdet ihr euch mit dem dicken Ende in der Mitte das Gewinde am Zylinder zerstören. Ganz am Ende könnt ihr euer Ergebnis noch prüfen, indem ihr die Quetschkante messt. Dazu wird weicher Lötzinn und nehmt hier bitte keinen harten, normalen Draht zu einem Ellgebogen und in den Brennraum gehalten. Danach wird einmal gekickt und gemessen, wie stark der Lötzinn vom Kolben zusammengepresst wurde. Das Ganze wird viermal gemacht, vorne, hinten, links und rechts. Und anschließend wird ein Wert aus allen vier Ergebnissen gemittelt. Dieser sollte dann zwischen 0,8 und 1,2 mm liegen. Wenn er abweicht, kann die Differenz zum Beispiel durch eine dickere oder dünnere Zylinderfußdichtung ausgeglichen werden. Nach der Montage des neuen Zylinders wird dieser erstmal wieder eingefahren, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und mich würde jetzt interessieren, habt ihr irgendwas bei eurer Montage anders gemacht oder habt ihr irgendwelche Arbeitsschritte noch zusätzlich gemacht? Schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich interessieren und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.